Ja, ich bin ein bisschen fertig mit der Welt gerade. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sagt man ja mal so, wenn man dann unverständnisserweise Dinge dann irgendwie auch echt doof findet. Also, ich zeige euch jetzt mal wieder eine Zusammenstellung auf meinem Twitter-Kanal zwischen Bildungsflaute, Staatsunternehmen und Erblotterie hier bei Jung und Naiv. So naiv sind sie aber nicht, wie sie mal tun. Ja. Und einigen Satirikern und den Debatten zwischen Triage-Gesetzen. Solchen Häusern. Triage-Gesetze sind eigentlich unlegitim, da das eigentlich nur um Geld, um Verteilung geht. Warum ich jetzt die Documenta 15, zeige ich euch jetzt nochmal, ein bisschen seltsam fand, war die Tatsache, dass die eine Aktion gebracht haben, die ich eigentlich mit dem Gerüstbau und Installationsleitung gleichgesetzt hatte. Also könnt ihr euch ja selber angucken. Die Documenta wurde abgemahnt, deswegen glaube ich, weil sowas bringe ich dann automatisch in Verbindung mit sowas. Ja, und natürlich auch meinem eigenen Rechnungswesen. Ich habe dann jetzt einfach mal einen Vergleich in den Raum gestellt zwischen den ganzen OP-Masken, die ja irgendwie seit 2 oder 3 Jahren, weiß ich nicht, angezogen werden. Und der Operation Gomorra. Das waren damals die Flächenbombardements auf Hamburg selbst. Und könnt ihr ja nochmal reingucken, geschichtlich. Wen das dann so interessiert. Ich habe das Gefühl, ich werde da immer automatisch wieder mit reingezogen. Die anderen wohl auch. Also nützt halt nichts. Und dann eben. Ja, dass Hamburg halt neu baut. Vielleicht ja zu Recht, aber die Kunst steht ja so ein bisschen im Vordergrund, wobei ich dann irgendwie denke, naja, also in den Häusern trieft das bei Leuten durch die Decke mit keine Ahnung was für Substanzen. Ob man das noch Kunstförderung nennt, weiß ich jetzt auch nicht. Weil ich mich ja eigentlich darüber ausgelassen habe, dass solche Leute gezwungen und genötigt werden, eigentlich über Sozialhilfeämter so zu leben. Und das geht eigentlich gar nicht. Also es geht ja schon, das sieht man ja, aber eigentlich ist das Schmuh. Ich finde das eigentlich echt dreist. Weil die Abwicklung läuft ja immer bekanntlicherweise so. Also über verschiedene Buchverlage. Und deswegen konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jetzt eigentlich immer so läuft. Dann habe ich hier nochmal Frau Meryl Streep gefunden. Die legt sich gerade mit Herrn Lauterbach an. Mein Ton ist gerade ausgeschaltet. Soweit ich das weiß, ging das damals um die Privatisierung der Landeskrankenhäuser. Die waren eigentlich mal verstaatlicht. Da ging es auch um die Asklepios-Kliniken in Deutschland. Und
Ich glaube ja immer noch, dass sie da irgendwie Gründungsmitglied war. Keine Ahnung, ob die mir antwortet. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie ja auch andere Sachen im Kopf. So, und dann war das Zitat wie folgt: Die Welt ist voller Disponenten. Und das ging um das Bankenverhalten. Und hab ja nun mal meine alten Rechnungen mal gezeigt, wofür ich eigentlich irgendwie Geld bezahlt habe. Für dieselbe Vertreibungsarie. Also immer irgendwie so. Und so. Und die Schadensersatzleistungen, die darauf folgten, damals für die Tochter meiner 9,5-jährigen Frauenbeziehung, waren dann so. Während ich dann irgendwie am Balkon stand, weil die Löcher auf waren und dann im Grunde genommen eigentlich dann auch schon wieder anders dastand mit einem Bleistift. Und ich mich da irgendwie langsam echt, also wirklich, ich bin deswegen richtig gestresst. Und in diesem Beitrag von der Frau Streep ging es um einen Hamburger Arzt, der irgendwie mit NTRK und anderen Publikationen zu tun hat. NTRK ist seit 1989 eigentlich geächtet, sagt man so, und in der Bundesrepublik Deutschland als Substanz komplett verboten und in anderen Staaten glaube ich auch. Deswegen fand ich das Thema sehr anstrengend. Ja, von daher könnt ihr gerne nochmal irgendwie, weil das hat ja nichts mit Medizinstudien zu tun, wenn das eigentlich Kriegsmittel sind. Also solche Substanzen laufen über das Kriegswaffengesetz und nicht irgendwie über Medizinstudien. Und ja, deswegen bin ich gerade ein bisschen. Neben meinem anderen Stress, den ich gerade habe, ich habe Rechnungen gezahlt und die sagen, das Geld ist aber gar nicht eingegangen und deswegen bin ich dann nochmal genervt und ja, ich hatte nämlich meine Miete bezahlt, ich hatte dies gemacht, ich habe eine Bauhausrechnung komplett bezahlt und keine Ahnung, wer sich da jetzt wieder zwischengeschaltet hat und der Meinung ist, irgendwie mir zu versuchen, das Gegenteil zu erzählen. Denn über solche komischen Fakes bin ich ja schon mal in der Schufa gelandet, unter anderem. Und deswegen finde ich, ist das irgendwie auch nicht wiederholungswürdig, mir die Schulden aufzubrummen, die andere irgendwie eigentlich begehen. Aber ist okay, ich habe ja genug Stress, ne? Ja, dann werde ich mich irgendwie jetzt mal an meine Kaffeemaschine bewegen und mir einen Kaffee holen. Ich habe wirklich, es stresst ungemein. Also es sind Sachen, ich muss mich für Dinge rechtfertigen, den anderen philosophischen Standards irgendwie anders verfolgt werden. Und das ist so das, wo ich langsam genervt bin, weil ich irgendwie ständig, also damals ja auch schon, die Kriminalität anderer Leute mitfinanzieren musste, ganz automatisch irgendwie. Und das aber auf meine damalige sexuellen Verhaltensweisen geschoben wurde. Und deswegen fand ich das irgendwie ein bisschen dämlich. Zucker. Ja, das nervt dann irgendwann, weil ich keine Lust habe, mir von irgendwelchen Leuten erzählen zu lassen, mit wem man sich treffen darf, mit wem nicht. Ich habe auch keine Lust, ständig verfolgt zu werden von irgendwelchen Leuten,
Ich habe auch keine Lust, eigentlich mir quasi Gedanken machen zu müssen, wer wem den Gulli verstopft oder Häuser zerstört, um irgendwie Immobilien illegal abwickeln zu können. Für mich sind das einfach irgendwelche illegalen Geldeintreiber geworden, die sich auf Sozialhilfeempfänger so ein bisschen ausruhen, weil sie keine Schadensersatzzahlungen machen. Und ich dann irgendwie so ein bisschen dastehe, wie kann man denn schon mit Bestattern da irgendwie durch ganze Hochhäuser wandern und die Leute dann auch nochmal so abschmieren. Es war hier ja auch so. Also, ja. Gut, dann braucht man das ja nicht nochmal wiederholen. Denn ich habe einfach definitiv keine Lust, die Sachen von anderen Leuten mitzufinanzieren. Wegen irgendwelchen Schuldenplanungsverhalten von irgendwelchen Senatsanhängen. Man sagt ja, der Anhang des Hamburger Senats. Klar, weiß ich jetzt nicht, was mir angehangen wurde. Das wird sich dann irgendwie auch nochmal zeigen, weil im Grunde genommen wollten die mich ja in ihrem politischen System gar nicht mehr zulassen, weil sie haben ja andere, die mehr, sagen wir mal, Vermögen besitzen. Ja. Ja, jetzt kann man noch mal über die ganzen Psychiatrien reden. Man kann es aber auch sein lassen, wofür die Psychiatrien eigentlich gedacht sind oder waren oder ob es da eine Veränderung gibt oder nicht. Seit 2,5 Jahren so eine Diskussion über irgendwelche Viren oder das Verabreichen von mRNA. mRNA, ich kann euch das alles erklären, es bringt nur nichts. Weil andere Doktoren ja eigentlich immer nur versuchen, einen als psychisch Kranke hinzustempeln und darüber eine Prohibition schreiben für das nächste Kalendarium. Jetzt besitzen wir aber nur ein Kalendarium. Deswegen fand ich es sehr interessant, wenn man in die Zukunft 2033 bis 2069 jetzt guckt, weil die Kinder werden ja auch noch mal größer, ne? Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum solche Häuser hier immer noch in einem, sagen wir mal, ich kann das Wort Industriestaat ja überhaupt nicht mehr ab, in einem Land wie Deutschland eigentlich untergebracht sind. Oder die Menschen so untergebracht sind. Macht ja kein gutes Bild, ne? Oder? Oder findet ihr das irgendwie gerechtfertigt, dass Menschen so kaputt gemacht werden, aber immer alle von Aktienanteilen reden. Für das Sozialhilfesystem kann ich auch nichts. Man kann das auch noch mal klären, wie die einzelnen Aktenzeichen und Paragraphen aufgesetzt werden, aber es wird immer irgendwelche Oberstudierenden geben, die irgendwie dagegen halten und die versuchen sich, sie werden es halt versuchen, Jura gegen Jura auszuspielen und ja,
Da hat man dann nur Verlierer, denn ein gutes Zeugnis ist es halt nicht, wenn dann immer weiter noch von Toiletten und Friedhöfen gesprochen wird, an Punkten, wo eigentlich der Arbeitsmarkt, sage ich mal, ein bisschen zu kurz kommt in Form von regulärer Arbeit und nicht krimineller Arbeit. Denn kriminell ist im Grunde genommen das, was andere daraus gemacht haben, um andere Menschen einfach regelrecht zu überfallen. Ja, kann man sich jetzt gerne nochmal Gedanken darüber machen, warum ich auf so eine Systeme irgendwie wenig Lust habe und über N-Tracks mit einem Arzt, der ja scheinbar im UKE irgendwie angegliedert ist, zu reden, macht ja irgendwie auch wenig Sinn. Wenn es regulär in Deutschland eigentlich verboten ist, einzusetzen. Ja, gut, dann wünsche ich, oh, da ist ja der Rainer. Siehst du, nach Rainer habe ich gefragt, wie es dem geht. Irgendwie, ob es ihm gut geht, hoffe ich zumindest. Und ja, dann habe ich jetzt auch eine Info über Rainer gekriegt. Siehst du, manchmal muss man nur fragen. Und ja, keine Ahnung, irgendwie, der Herr Winkler soll ja bei Netflix irgendwie einen Vertrag bekommen haben. Ich weiß es nicht, ich persönlich besitze kein Netflix. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß jetzt nur irgendwie, dass die Pandora Papers wohl eine Rolle spielten in einem Film von Netflix. Aber lustig ist leider was anderes. Weil ich immer nicht weiß, an wen ich gerade bezahle, ehrlich gesagt. Also wohin dann tatsächlich die Gelder gehen. Darum war ich ein bisschen genervt. Auf Kundendienstleister, die irgendwie jetzt gerade versuchen, mir extra Gebühren aufzudrücken, wie Bauhaus zum Beispiel. Und ja, warte da jetzt noch auf eine Nachricht, ob sie das Geld jetzt nun endlich mal gefunden haben auf ihrem eigenen Rechnungsbuch oder ob das jetzt irgendwie an meiner Bank liegt. Oder vielleicht an sowas hier. Könnte ja auch daran liegen, ne? Könnte ja auch sein, dass das Geld irgendwo da verschwunden ist. Das weiß ich nicht. Oder ob die teilfinanziert wurden darüber. Deswegen, ja, bin ich ein bisschen gestresst gerade, weil ich ja irgendwie immer dafür mit aufkommen soll, obwohl das irgendwie gar nicht okay ist. Aber gut. Deswegen interessiert mich wahrscheinlich jetzt gerade das Bankwesen so enorm. Nein, ich wurde ja damals, weiß nicht, 2017 meinte, tatsächlich eine Sozialarbeiterin. Nee, du bist ja hier unsere Bank. Und ob man da irgendwann dann einfach auch mal ein bisschen genervt drauf ist, glaube ich schon. Nur wegen Monopoly. Also, oder war das jetzt hier die Feuer von Rohan? Ja, keine Ahnung. Siehst du, und eigentlich wollte ich nur irgendwie, warte mal, nächste Woche irgendwie auf den Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken gehen. Und dann kommt man wieder in die Prohibition. Nein, Frau Schumann darf doch kein Glühwein trinken, es könnte irgendwo brennen. Und so wird dann Geige immer weiter gespielt, bis nichts mehr geht.
Nein, ich finde es nicht okay, so Feierabend, ehrlich. Dann irgendwie NRW-Immobilien-Gedöns im NRW und hier, das war dann noch NRW, ey. Also, na? Kannst du ja auch nicht. Und drehen irgendwie immer nur den Ablauf auf oder zu oder keine Ahnung was. Und scheint sich ja irgendwie auch keiner so wirklich drum zu kümmern. Wenn man dann irgendwie in die Verwaltung hier geht und sagt, ey, hier brennt jetzt seit 3, 4 Wochen das Licht unten im Keller, ihr zieht da unnötig Strom, dann macht doch sowieso keiner was. Also. Ja? Aber ich muss das ja veröffentlichen. Eigentlich soll ich das ja nicht veröffentlichen, aber leider ist es echt so. Das ist, kann ich ja im Grunde genommen das, was ich bezahlt habe an die Firmen, meine Kontoauszüge öffentlich ins Netz stellen, bevor sie wieder mit irgendwelchen blöden Ausreden kommen. Das ist doch scheiße. Also, wo kommt man dann da hin? Das ist doch Blödsinn. Kann man sich nicht vorstellen. Ist immer so. Ja, so weit ist es dann gekommen. Ne? So, ich habe dann, ich weiß ja auch nicht, irgendwie, dann behauptet die Verwaltung, ich hätte diesen Monat zum Beispiel die Miete nicht gezahlt. Das behaupten sie jedes Mal. Dann zeige ich Ihnen einen Kontoauszug, da ist aber die Miete überwiesen worden und die streiten das einfach ab. Die streiten das, kannst du dir nicht ausdenken, ist so. Und dann weiß man immer nicht, mit wem man tatsächlich schreibt, mit wem man tatsächlich telefoniert. Das ist doch Wahnsinn. Das geht doch voll an die Substanz und ist super nervig und keine Ahnung. Aber nach dem ganzen super Gedöns von Rechnungsadressen und Rechnungsstellern hatte ich dann natürlich irgendwann, mir platzt dann auch echt der Kragen an sowas. Und das ist ja irgendwie nicht zu Unrecht, wenn ich früher an solche Firmen Geld bezahlt habe. Dann sage ich, naja, gut, ne? Das waren die Schadensersatzleistungen. Ich verkaufe aber keine Schulranzen, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Aber das, ne, immer so hier Trick 17, das nervt. Es nervt wirklich. Das ist etwas, was mich total anpisst irgendwie. Weil ich das jetzt, seit 2016 ist das ganz extrem hier in diesem Bereich. Und vorher hatte ich diese Probleme so eigentlich weniger. Da stimmten die Zahlungen, da stimmten die Abrechnungen. Ja, und seitdem ich aus der Schufa dann draußen war, waren sie der Meinung, sie müssten versuchen, das nochmal zu wiederholen. Und das ist so das, wo ich wirklich überhaupt kein Verständnis mehr aufbringen kann oder so. Ist doch normal, dass man dann anfängt, sich irgendwie zurückzuziehen und zu sagen, hier, nee, ey, mach ich nicht mehr mit. Aber man wird ja so ein bisschen gezwungen, ne? Wegen irgendwelchen Parteiprogrammen oder weil das gerade so politisch so ist, wie es ist, ne? Kann man sich irgendwie nicht vorstellen, aber ja, war. Gut, dann ich melde mich nochmal. Ich trinke jetzt in Ruhe meinen Kaffee und mal dann noch weiter in meinem ja, Schlafzimmer. Und dann, ich muss eben halt sehen, wo die Gelder. Ich bin eigentlich gar nicht in der Nachweispflicht, sondern die Firmen sind in der Nachweispflicht, dass sie das Geld bekommen haben. Und das ist ja noch sowas. Die kennen sich ja scheinbar mit ihren eigenen Juristereien gar nicht so aus. Denn wenn man eine Rechnung überwiesen hat und das Geld ist eingegangen,
ist die Firma verpflichtet, entweder das Geld innerhalb von 3 Tagen zurückzuschicken, damit man es neu anweisen kann, oder aber gutzuschreiben. Das sind Gutschriften. Aber stattdessen stellen sie plötzlich irgendwelche Forderungen oder versuchen das, die gar nicht legitimiert sind. Und so kommt man in die Schuldenfallen. So, deswegen bin ich auf meinen ganzen E-Mail-Verkehrssalat gerade so ein bisschen so genervt. Gut, dann werde ich dann mal weiter gucken, ob ich dann in der Verwaltung jemanden erreiche, ob ich beim Bauhaus jetzt mal endlich durchkomme und wie oft ich dann meine Kontoauszüge durch den Äther des ewigen Internets schicken muss, nachdem eine illegale Online-Überweisung stattgefunden hat von meinem Konto im September. Okay, bis dann. Tschüss.